Nach 23 Uhr, 23.30 Uhr sogar. Halb 12. Und du mir nachher, wie gesagt, gerade ist sehr viel bei mir los. Ich könnte eigentlich im... Oh nee. Ich weiß nicht, ob ich im Flugzeug WLAN habe. Wenn ich im Flugzeug WLAN habe, dann könnte ich eigentlich während dem Flug, weil ich fliege ja 12 Stunden, während dem Flug locker auf jeden Fall antworten. Jüngere Boys haben auch was. Ja. Ja, aber wenn schon welche in meinem Alter nicht reif genug für mich waren, dann nicht, ne? Oh, ich habe bei dem Flugzeug habe ich kein Internet. Hat mich gerade meine Schwester gestehen, ich habe da kein WLAN. Deine Altersgrenze maximal. Boah, da muss ich jetzt voll aufpassen. 30, würde ich sagen. 30 ist schon alt. Vielleicht kann ich euch aber trotzdem, glaube ich, antworten und dann schickt es halt die Nachricht erst ab, wenn ich wieder Internet habe. Also müsste trotzdem passen wahrscheinlich. Hallo Pretty, hi. Bye, I'm fine, thank you. Ich fühle mich so gammelig. Ich wollte eigentlich nur kurz Brot backen. Ich bin hier einfach im Schlafanzug und so gar nicht ready gemacht heute jetzt. Und was ist das Jüngste für dich? Also sollte nicht minderjährig sein, ne? Ich bin 21. Ich will eigentlich keine Jüngeren. Ich habe eigentlich gesagt, ich will ab 25 erst daten. How old are you? I'm 21. Vielen Dank schön für dein Teamherz. Einen guten, alles fit. Ja, und bei dir? Alles klar. Ich bin immer ein bisschen langsam mit Lesen, sorry. Dies mit dem, dass du Kraft investiert hast und das... Ja, das ist sehr sad. Ja. Wow, good. Team Wild or French? Ich lacke hier meine Nägel selber. Das sieht man daran, dass es schon wieder abgeht und nicht schön aussieht. Aber ja, 3 Jahre drüber. Da ist er. Blöd. Macht doch nichts. Dankeschön. Jeder hat irgendwas Schwächen. Dankeschön für deine Rose. You speak also English or French? Oh, I speak a little bit English. You're so beautiful. Thank you. Liebe deinen Charakter. Das ist so süß. Dankeschön. Danke, danke. Dankeschön, Paul, für deine Rose. Ich kann jetzt morgen mal wieder ein bisschen ausschlafen eigentlich. Ja, trotzdem 11:30, ne? Ich brauche immer so lange, bis ich ins Bett gehe. Also auch wenn ich jetzt offline gehen würde, dann schlafe ich trotzdem erst um 2 oder so ein, glaube ich. Bin wieder da. Schön, dass du da bist, Elaine. Dankeschön fürs Flammenherz. Ihr könnt mir schreiben. Ja, wie gesagt, jetzt in den nächsten Tagen ist es ein bisschen schwer zu antworten, weil meine Schwester Geburtstag hat und ich jetzt noch die letzten Tage hier genieße. Aber ich bemühe mich auf jeden Fall immer. Bist du nicht müde, wenn es schon Mitternacht ist? Oh, mein Schlafrhythmus ist gar nicht gut. Also, ich kann in letzter Zeit eh erst richtig spät einschlafen. Deswegen habe ich mich daran gewöhnt. Ein bisschen. Ja. Ich glaube, allzu lang mache ich aber trotzdem nicht mehr. Kann ich dir mal schreiben? Ja, ihr könnt mir, also auf TikTok sehe ich das eher nicht, wenn ihr mir schreibt. Aber in meinen Instagram-DMs sehe ich das, wenn ihr mir schreibt. Da heiße ich tesi.sophie. Ihr könnt sehr gerne bei Instagram vorbeischauen. Vielleicht gefällt euch mein Account ja und dann würde ich mich nämlich sehr freuen, wenn ihr mir folgt. Sollte dein Partner auch Influencer sein? Nein, 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 das muss er nicht. Du siehst aus, als würdest du richtig gut schlafen. Wenn ich mal einschlafe, dann geht's mittlerweile, da schlafe ich sogar auch ganz gut. Aber ich hatte schon immer irgendwie Schlafprobleme, ein bisschen mutig. Das Video, welches meinst du? Wie spät ist gerade bei dir? Bei mir ist es 23.34 Uhr. Ich gehe jetzt nur noch dann duschen. Und dann tue ich noch die Videos vorbereiten zum Posten. Also ich kann das bei Instagram kann ich immer einen Timer einfach easy einstellen. TikTok lade ich dann noch eins hoch. Und dann gehe ich in die Haya. Oh, I only speak German and a little bit English. I'm sorry. Okay Leute, ich glaube, ich gehe jetzt schon offline. Der Teig für morgen, also zieht er gerade. Ja, genau, der ist für morgen. Sollen wir mal kurz reinspicken, ob sich schon was getan hat? Duschen Sie gut? Oh mein Gott, danke schön fürs Übersetzen.
So, warte, wir blitzen mal kurz rein. Okay, es hat sich noch nichts getan. Wir hoffen mal, dass er morgen gut ist. Ich hoffe, ich stehe morgen auf und meine Schwester hat ihn schon im Ofen gebacken. Luisa, falls du das hörst. Also so wie ich dich kenne, machst du es ja sowieso. Aber ich habe ihn vorbereitet. Dann kann sie ihn backen. Und ich stehe dann einfach auf und esse ihn. Okay, gute Nacht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich gehe jetzt schlafen. Ich versuche immer jeden Tag live zu gehen. Also würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Live auch wieder vorbeischaut. Vielen lieben Dank an alle, die mir folgen. Vielen lieben Dank an alle, auch die mir auf Instagram folgen. Da heiße ich tesi.sophie. Oder ihr schaut jetzt einfach, jetzt wo ich eh offline gehe, könnt ihr ja, wenn ihr möchtet, gerne auf meinen Account schauen. Und dann ist dann nämlich in meiner Bio Instagram, könnt ihr euch natürlich auch gerne meine Videos anschauen, wenn euch das gefällt, ist mein Instagram und dann könnt ihr euch mein Instagram mal anschauen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir reinfolgen, wenn nicht, dann halt nicht. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und bei meinem Instagram-Channel schreibe ich euch nämlich immer rein, wann ich live gehe, hier auf TikTok, da schreibe ich, ich komme jetzt live auf TikTok. Der heißt exklusive süße Mäuse, der ist kostenlos, da könnt ihr einfach so reingehen, ist auch in meiner Instagram-Bio. Und ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns da dann wiedersehen. Dankeschön an alle, die da waren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns bald.